Ja, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert. Und wir müssen noch ein bisschen was arbeiten. Wir müssen nämlich noch retten, Stadion retten. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Also, es ist einiges passiert. Claw City. Ja, dann machen wir Claw City Passback. Machen wir Claw City als nächstes. So, Claw City. Die Frage ist. Claw City ist ja eh das letzte, ne? Gut, dann machen wir das nächste Passback, würde ich sagen. Ja, machen wir Passback als nächstes. Aber Claw City nicht als letztes, weil als letztes wird ein Drachen-Pokémon wahrscheinlich erscheinen. Das wäre von der Reihenfolge ja nicht das Richtige. Ich hoffe, dass wir jetzt heute wieder zwei Stadien reinbekommen. Als erstes fangen wir mit dir an. Die Frage ist, welche Arena war das jetzt? Lass uns mal gucken. So. Cider, also Kampf. Hallo Leute, seid ihr entweder hier, um mir aus dem Patschen zu helfen? Was sieht denn aus, wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Verquerung der Leute ist gerade abgeschlossen. Als nächstes wollte ich mich der Dynamax-Pokémon widmen. Okay, das packen wir mit vereinten Kräften an. Vielen Dank. Da ich das mit mehreren Pokémon zu tun habe, wollte sich jeder jeweils eins vornehmen. Ich weiß, welcher Erfolg. Los, auf geht's. Okay. Oh, ich muss jetzt nicht. Scheiße, ich hätte jetzt. Ich kann nicht wechseln. Schade. Okay, dann geht's weiter jetzt mit dem nächsten Pokémon und zwar einem Meistergriff. Glurak ist schon die richtige Wahl, aber wir müssen nicht aufpassen. Meistergriff ist dann wahrscheinlich jetzt ein oder andere Steinattacke. Ich hätte wieder gerne alle vier Garten gewesen. Aber genau. Die Aquahau bitte zu dem Rest der KP noch ab. Das Stadion ist auch wieder sicher. Ich kann euch gar nicht genug danken. Mit feinen Kräften haben wir es geschafft, die dynamischsten Pokémon zu beruhigen. Wir werden uns im Stadion hier so gut um sie kümmern. Es wird also unbesorgt. Kurz auf das gut bei dir, Kev. Lass mich also wissen, wenn dir mal das Wasser bis zum Hals steht. Auf von Zyda, die seltene Ligakarte. Wenn eure Hilfe noch woanders gebraucht wird, lasst euch bitte nicht von mir aufhalten. Ich habe die Lage hier im Spazierstadion schon im Griff. Gut, dann machen wir weiter mit dem. Ach, Moment. Von neuen Gequatsche von Hopp. Ja, diese beiden Pappen haben ziemlich viele Wünsche in mir geschaut. Kann man das jetzt viel mehr Pokémon dann wechseln können? Gott, merke ich, dass unsere Probleme jetzt hier so richtig anfangen. Ich habe noch drei Stadien mit durchgedrehten Dynamics-Pokémon. Das ist keine Zeit von hier. So, gut, okay. Dann machen wir das nächste Pokémon in Surchester weiter. Pokémon vom Typ Eis könnten das sein. Nee, Moment. Halt. Hey, Pokémon. Fairbelly. Die habe ich ganz vergessen. Dann machen wir die nächste Folge. Machen wir Surchester. So. Dann müsste jetzt Bluebella als nächstes drankommen. Also ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht welches Pokémon. Bluebella auf jeden Fall vorne. Weil das kann auf jeden Fall Gift-Attacken Pokémon bewegen.
uns jetzt auf ein Stadion. Okay. Dich müssen wir auch noch mal irgendwie dazu bringen. So, und jetzt dürfen wir Bettes, glaube ich, helfen. Er ist ja der nächste, ist ja der Arena-Leiter. Oder möchte er gegen uns kämpfen noch? Hier. Was? Hier? Bettes, was ist mit dem anderen Pokémon? Dachte dir also, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden. Ja, eine Fehl-Arena-Leiter der absoluten Spitzklasse. Ah, stimmt ja, du bist jetzt Arena-Leiter. Über der Spitzklasse bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier seid, um ins Land zu gehen? Nichts für gut, aber ein Trainer der absoluten Spitzklasse braucht keine Hilfe. Ein einfaches Dank hätte das auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unaufständigen Arena-Leiter kann ja nichts, kann ja nichts erinnern, natürlich wieder heiter werden. Olivia hat mich hier nicht geführt und mich hier für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich für mein eigenes Leben. Ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegen einen kämpfen. Ich will kein Spielverderber sein. Aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, Junge. Und die Quizfahren kannst du damit auch nicht mit coolem Kopf sammeln. Wir sehen keinen Grund, jetzt sofort zu verlieren. Bettes hat eigentlich drei deiner Ex-Pokémon gezwungen, weil ich so gewissermaßen etwas zusätzlich Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm jetzt schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt muss ich es erwähnen. Ja, das haben sie wohl. Der 88 Jahre auf dem Mucker wird ja bestimmt auch die ein oder andere zusätzliche Weisheit doch hat. Egal, das hat nichts mit Papella zu tun. Dieser kommt allein, ist meine Stellung. Also los, ich bin länger warten. Kern von mir. Okay. Ich und meine Pokémon müssen wieder bei Null anfangen. Mit der Arbeit hat sich gelohnt. Hier bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, die Seite ist gebracht haben. Die Pokémon anfangen macht Glück. Ich vergesse jedes Mal, dass. Hier kann man sich halt wechseln. Meine Sache, der Arena-Leiter hat mich gar nicht warten lassen. Und wieder Blurak. Okay. So, Flambo. Weiter mit Flammen los. Aber Platz, okay, das bringt ja gar nichts. Oh, was heißt das noch? So also gesenkte Spezialverteidigung und die Vorteile waren. Neva. Die Karte, ne? Na, fast. Ich habe jetzt keine Links angesetzt. Keine 10 Attacken, das könnte sich jetzt aber ändern. Warte mal, kommt es gar nicht mehr. Warte mal, ist down. Ja,
Echo Level 66. Galoppa. Aqua-Haubitze. Boah, wow, voll einfach. Die Verfolger haben noch mal. One KO. So, das geht ja locker. Das ist Slim drin. Du kannst tatsächlich der scheiße Schandsein in die Gala Region nie hatte. Ich werde besiegen und so ebenfalls in die Geschichte Galas eingehen. Ist das jetzt deine Nix oder kannst du es jetzt nicht? Ja, kann es nicht, okay. Jetzt haben wir meine Evangelion leider ausschalten. Gut, dann gehen wir auf Martineva. Heiß, stopp, wir haben noch ein bisschen Glück. Ich mach daraus mal, weil ich schieße dich gerade einfach mal kurz. Ja, Initiative. Die Flamme? Verhaftet. Ich hab so jede, ich hab alles kontert, was ich irgendwie mal mache. Du schaltest mir gerade mal nach und nach meine Pokémon aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil hier gar nicht was so schlecht ist. Würde. Okay, jetzt muss ich es nur überleben, dann habe ich mich voll kompakt. Tschüss. Ah ja. Puh. Ich muss sagen, das war eine harte Nuss. Unmöglich. Das kann nicht sein. Ich bin noch ein Arena-Leiter. Endlich kann ich die Jura-Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es hat mich fair, das offen zu geben, aber immerhin hast du damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde mehr arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon voll jetzt ausgereizt habe. Und das ist halt bei dir schon eine seltene Liga-Karte. Als Arena-Leiter ist es aber erstmal meine Pflicht. Ich schalte wieder vor, damit zu bringen. Dieser Pokémon Kampf bei HPK als eine Erde Bibi. Herrlich. Und auch Capella drückt uns ihre seltene Liga-Karte in die Hand. Auch wenn ich mir in der Arena-Challenge teilnehmen durfte, könnte bitte sich an League Insignia kämpfen. Das ist mit allem Wasser gewaschen. Das muss man ihm eigentlich lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal etwas anstehen sein, aber als Trainer hat es echt drauf. Ja, sehr stark ist er auf jeden Fall. Stimmt, wenn du als Champion sagst, ich halte ja massig Zeit zum Plan und Zahn. Soll ich vielleicht eine Tasse Tee aufsetzen? Ja, schon kapiert, du hast dir recht. Weiter geht's. Es gibt noch andere Orte, an denen Turbo und Dynamax die Pokémon ihr Unwesen übertreiben. Wir sollten so schnell wie möglich um sie kümmern. Wie sie aussieht, bist du noch zwei Stunden vor dir. Und das machen wir nicht heute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit dem letzten Pokémon-Stadion. Und zwar das in Close City auf jeden Fall das vorletzte. Und dann gucken wir gleich mal. Naja, bis dann. Tschüss.